Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Das ist ja gerade nicht so einfach im Moment. Ich habe mit vielen in der Woche ein bisschen gesprochen, so wie es denen so geht. Und viele haben auch gesagt, dass sie vermissen die Gemeinde mehr und mehr und das wird irgendwie auch schwieriger, so die Distanz zu wahren. Und gerade heute ist ja auch ein besonderes Fest. Wir feiern ja den Tod unseres Herrn. Was schon ein bisschen widersinnig ist, weil den Tod feiert man ja eigentlich nicht. Aber mit seinem Tod hat er gesiegt am Kreuz und das ist eine große Freude. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen heute auf das Kreuz und ich möchte euch einladen, dass ihr eure Bibel mal zur Hand nehmt und mit mir zusammen einen Text aufschlagt. Und ich lese aus dem 1. Korintherbrief die Verse, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, war nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Danke. Eigentlich hätte das heute ein Abendgottesdienst werden sollen. Wir wollten uns eigentlich um 18 Uhr hier treffen. Und wir wollten den Gottesdienst auch mit unserer Jugend vorbereiten und dann zusammen einen Lobpreisgottesdienst feiern. Und es geht nun leider nicht, aber ich habe den Jugendlichen vorab mal eine Frage gestellt. Und zwar die Frage, was bedeutet das Kreuz für dich? Und ich möchte euch mal ein paar von den Antworten vorlesen, die ich bekommen habe. Einer hat mir geschickt: Für mich ist das Kreuz eine der grausamsten Foltermethoden der Menschheit, an das Jesus freiwillig ging, um uns zu befreien. Und dann habe ich von Sarah zum Beispiel bekommen: Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Das finde ich einfach schön. Es ist ein Symbol der Christen. Außerdem zeigt es mir die Liebe Jesu zu uns Menschen. Weil Jesus uns so sehr liebt, ist er für uns ans Kreuz gegangen und wieder auferstanden. Musik
Und Christine hat mir geschickt, ich denke an Freiheit, Liebe und Vergebung, weil Jesus sie uns gab. Er hat alle Sünden von uns genommen. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns regelmäßig mal damit auseinandersetzen, was das Kreuz für uns bedeutet. Und jeder Christ und auch jede Gemeinde braucht eigentlich mal regelmäßig so ein Check-up. Und zwar die Frage, steht das Werk Jesu, also das Kreuz, steht das noch im Zentrum unseres Glaubens? In unseren Kirchen ist es ja visuell immer im Zentrum. Wir haben das hier auch bei uns groß an der Wand. Und einige tragen das ja auch als Schmuck dann so, als Kette zum Beispiel. Und es ist auch nicht so, dass wir als Christen aufhören, an das Kreuz zu glauben, aber manchmal kommen so Nebensächlichkeiten, die dann ein bisschen größer werden. Und teilweise gestalten wir unser Glaubensleben dann auch ein Stück mehr nach diesen Nebenschauplätzen als nach dem Evangelium. Und ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Ich glaube, das sind nämlich auch Sachen, die bei Menschen grundsätzlich einfach gut ankommen. Zum Beispiel Diakonie. Diakonie ist ja der Ausdruck der Liebe Gottes. Und es ist eine gute Sache und es ist total wichtig. Es ist, wie gesagt, der Ausdruck der Liebe Gottes. Es ist auch die Konsequenz aus dem Evangelium. Aber es ist nicht unsere zentrale Botschaft. Du kannst anderen Menschen Gutes tun und Nächstenliebe üben, aber du kannst das Kreuz komplett außen vor lassen. Und es gibt auch diakonische Werke, die eine hervorragende Arbeit leisten, aber Jesus spielt bei der Arbeit eigentlich keine Rolle. In den letzten Jahren ist auch das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel ganz groß geworden. Also diese Fridays for Future Bewegung, dass man die Schöpfung bewahrt. Und das ist auch eine super Sache. Also ich glaube, es ist wichtig, dass das, was uns anvertraut ist, dass wir damit gut umgehen. Aber es ist nicht unsere zentrale Botschaft. In unseren Gemeindekreisen ist es im Moment so ein bisschen Professionalität. Musik muss gut sein, die Sprecher müssen gut sein, die Bühne muss gut aussehen. Und das ist auch eine tolle Sache. Also auch in der Bibel lesen wir, dass die sich Mühe gegeben haben in ihrem Gottesdienst. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann verschiebt sich unser Schwerpunkt und das Kreuz geht ein Stück verloren.
In unserem Bibeltext schreibt Paulus von seinem Besuch bei der Gemeinde in Korinth. Und das ist eine Gemeinde, die ist gut gestartet, aber in ihrer Ausrichtung dann ein bisschen abgedriftet. Und in Kapitel 1 lesen wir, da gab es dann ein Thema, wem folgen wir eigentlich? Ist es Petrus oder ist es Paulus oder ist Apollos der, dem wir nachfolgen, oder ist es Jesus? Und eigentlich ist es eine widersinnige Frage. Natürlich folgen wir Jesus. Aber bei denen wurden so diese Nebenschauplätze ein bisschen größer und Paulus versucht sie dann wieder auf Kurs zu bringen. Und im ersten Kapitel schreibt er, Leute, eigentlich ist es auch gar nicht überraschend, dass sowas passiert bei euch. Denn er sagt, für den normalen Menschen ist die Botschaft vom Kreuz völliger Unsinn. Luther übersetzt das mit Torheit, also die Botschaft vom Kreuz ist eine Dummheit für die meisten Menschen. Und das ist heute, ist das, finde ich, noch sehr verständlich. Das Kreuz, das ist ja eine brutale Sache. Das erste Zitat, was ich gelesen habe, von dieser Foltermethode von Torben kam das. Das wäre ja heutzutage so, wie wenn du eine Giftspritze quasi an unsere Wand hängst und das als Heilsymbol nimmst. Und auch der Tod Jesu, warum sollte denn ein Gott sterben? Und dann noch für Menschen? Das war auch für die damals nicht verständlich. Die ganze Auferstehung ist auch unlogisch. Tot oder lebendig, aber doch nicht erst tot und dann lebendig. Und die Menschen damals, die haben das nicht verstanden. Das tun sie heute auch nicht. Und dann auch diese Aussage, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Jesus Christus. Das ist ja eng ein bisschen, nur ein Gott und nur eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Früher hatten die viele Götter, viele Möglichkeiten. Heute auch. Und Paulus sagt, Leute, die Botschaft vom Kreuz, die ist eigentlich nicht besonders attraktiv. Eigentlich gäbe es schönere Themen, mit denen wir punkten können. Und trotzdem schreibt er in Vers 2, als ich bei euch war, da hatte ich mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich
Und wisst ihr, das Kreuz, das Werk Jesu, das ist die größte humanitäre Mission in der ganzen Weltgeschichte. Es gibt nichts, was vergleichbar war, ist oder überhaupt jemals sein wird. Und ich glaube, wir können das gerade jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Es sind ja viele krank, jetzt, also Corona ist ja eine Krankheit, die dazugekommen ist, zwischen all den Sachen, die sowieso schon waren. Und wenn jetzt jemand käme und die Macht hätte und auch den Willen hätte, und der würde sagen, pass mal auf, du bist nicht mehr krank, ich bin an deiner Stelle krank. Und es die Möglichkeit geben würde, dass die ganze Welt plötzlich gesund ist. Und zwar ausnahmslos, dass jemand sagen würde, komm, ich nehme alle eure Krankheit. Also Corona jetzt, aber auch Krebs oder den Schnupfen oder alles, was überhaupt so auf der Welt da ist. Hey, dann würden wir doch sagen, was für ein Erlöser. Ja, das ist der Retter quasi, was für ein Heiland. So ist das ja mit Jesus. Jesus ist ja die Heilung für unser ewiges Leben. Das ist ja der Grund, warum Luther zum Beispiel auch das Wort Heiland so häufig anstatt Retter übersetzt. Weil er Heilung bringt für das, was in unserer Seele krank ist. Schon Jakob spricht davon, das ist in 1. Mose im vorletzten Kapitel, da sagt er, Herr, ich warte auf dein Heil. Der hatte noch keine Ahnung von Jesus, aber er wusste, dass Heil nur von Gott kommt. Und ich möchte euch einen bekannten Bibelvers lesen aus Jesaja. Das ist auch eine Prophetie auf Jesus hin, hunderte Jahre vor Jesu Geburt. Und da lesen wir bei Jesaja 53, Vers 5, aber er, also Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das bedeutet, dass das, was zwischen Gott und uns kaputt gegangen ist, das heilt Jesus wieder, das macht er wieder ganz. Und es gibt ein bekanntes Kinderlied, ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen, da gibt es so einen kleinen Vers, da steht, dein Gnad und Jesu Blut macht allen Schaden gut. Und ihr Lieben, der größte Segen für die Menschheit, das ist das Kreuz.
Und es wird nie was Vergleichbares geben. Und Paulus schreibt hier weiter in den Versen 4 und 5, was meine Verkündigung kennzeichnete, das waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, als ich bei euch war, da bin ich nicht so aufgetreten, wie es eigentlich in der Welt gut ankäme. Damals, die Leute so im Umfeld von Korinth, die fanden gute Redner toll, die überzeugend waren, die gute Argumente hatten, die tolle Beispiele hatten. Also Redner, die professionell waren, die was Neues zu sagen hatten, was Interessantes, es gab ja kein Fernsehen oder so. Und bevor Paulus nach Korinth kam, da war er in Athen. Das war eigentlich nur so ein Zwischenstopp, weil er da warten musste auf Silas und Timotheus, zwei von seinen Mitarbeitern. Und Athen war eine relativ unbedeutende Stadt damals, die hatte so 5000 Einwohner, Korinth hatte 100.000. Aber Athen lebte so ein bisschen aus dem Ruhm der vergangenen Jahrhunderte und das war so eine Metropole noch immer für die Rhetoriker, für die Philosophen. Und Paulus wird dann auch gebeten, vor das Gremium zu treten, was so die Lizenzen damals vergab, dass man überhaupt lehren durfte in Athen. Und er fing an zu sprechen, aber die würgen ihn de facto in seinem ganzen Anfang schon ab. Weil als er über Tod und Auferstehung spricht, sagen sie, es macht keinen Sinn. Und das frustriert Paulus ein bisschen. Er redet ja auch in unseren Versen hier, dass er schwach war da, dass es ihm nicht gut ging. In Athen entsteht auch gar keine Gemeinde, es gibt nur so ein paar vereinzelte Gläubige, das kennt Paulus eigentlich gar nicht so. Und das, was Paulus dann sagt, ist, dass Leute, niemand versteht das Evangelium intellektuell. Du kannst niemanden überzeugen, an Gott zu glauben. Und du kannst auch eine Predigt hören oder in der Bibel lesen, aber Gottes Kraft erlebst du nicht. Das ist möglich, auch mit Christen Gemeinschaft zu haben, sich mit ihnen zu unterhalten oder in Gottesdienst zu gehen, aber Gottes Kraft nicht zu erleben. Aber das, was wir wirklich dringend brauchen, das ist diese Gottesbegegnung. Dass Gottes Geist in uns wirkt, dass wir mit einmal verstehen auch.
Und dann wird aus dieser Botschaft vom Kreuz, dann wird aus völligem Unsinn mit einmal eine tiefe Gewissheit, dass Heilung von Gott kommt. Und dann wird das Kreuz zum Fundament unseres Glaubens und bleibt da auch. Und ich würde mich freuen, wenn wir heute einfach mal bewusst drüber nachdenken, auch gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, was das Kreuz für uns bedeutet. Und dass wir vielleicht auch mal so die anderen Sachen beiseite schieben, gerade die von uns, die schon lange Jahre Christen sind. Da sammeln sich manchmal viele Themen auch an, diese Nebenschauplätze, die wirklich toll sind und wirklich wichtig auch teilweise. Aber die Gefahr ist, dass die eigentliche Botschaft ein Stück untergeht dann. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir Gott bitten, dass er uns einfach wieder neu begegnet. Und wenn wir damit gar nichts anfangen können, dann ist auch das der Weg, dass wir mal Gott bitten, dass er uns das alles aufschlüsselt. Ich möchte zum Ende möchte ich noch mal drei Antworten auf diese Frage euch vorlesen. Und zwar einmal von Justin, der hat mir geschickt als Antwort: Das Kreuz bedeutet für mich unbegreifliche Liebe. Eine Liebe, die sich dadurch zeigt, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns opferte. Und Julian beantwortet das so für sich: Das Kreuz bedeutet für mich, dass ich nicht mehr von der Sünde gefangen gehalten werde. Ich darf die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, obwohl ich eigentlich die Last tragen müsste, die Jesus für mich am Kreuz getragen hat. Und Tabea hat mir geschickt: Mir fiel sofort ein, dass es in der Weltgeschichte nie einen größeren Akt der Liebe gab. Das Kreuz ist meine Sicherheit. Ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er alles für mich tun würde. Und ich möchte euch herzlich einladen, da auch mal selber drüber nachzudenken. Und ich bete mit uns zum Ende. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du real bist. Du bist Gott und du kamst von Gott. Du bist Mensch geworden und für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Du bist auferstanden und du hast gesagt, du kommst auch wieder. Ich danke dir, dass du nicht da geblieben bist am Kreuz, sondern dass wir durch dich eine ewige Hoffnung haben. Und ich möchte dich bitten, dass das in uns immer größer wird, dieses Wissen. Und ich bitte dich auch für jeden, der zweifelt daran, der damit Schwierigkeiten hat mit dieser Botschaft.
Manche Sachen verstehen wir nur, wenn du wirksam wirkst, wenn du uns hilfst. Und darum bitten wir dich. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.